Kurze Nacht, windig und warm. 9:30 Uhr. Ist so ficken windig, ey. Unglaublich. Die Kollegen werden beim Fliegen Spaß haben. Der Koji und der Wesley. Dann mache ich erstmal Kaffee. Und dann, ja. Fange ich hiermit an. Oder auch nicht. Werde ich sehen. Boah, ey. So, Video zusammengeschnitten. Kaffee getrunken. Es ist so windig, Mann. Es ist noch mal windiger als gestern. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich musste meine Avocado stützen, denn die habe ich ja umgetopft. Und die ist noch nicht so richtig in der Erde drin. Ansonsten wäre mir eventuell umgeknickt hier. So verflucht windig, Mann. Und aber alle fliegen. Alle Tour Companies, inklusive Rainbow mit ihren R44. Wir haben über 30 Knoten Wind. So, mein Handy, mein neues, ist unterwegs. Das soll heute ankommen. Genau wie meine neue Smart-Uhr. Und da ist hier gestern schon angekommen. Ein neues Band, ein metallenes. Und das Schutzglas. Und diese Aufladestation. Wo ich die Uhr und mein Smartphone gleichzeitig aufladen kann. So, jetzt werde ich mal ein bisschen sauber machen und eventuell anfangen. Das ist doch auch irgendwie ein Regal. Aber da müsste es doch. Da muss ich mal sehen. So, und dann wollte ich eigentlich noch mal ans Meer. Auch wenn das so windig ist. Mache ich eventuell nachher. Vorm Einkaufen oder so. Boah, dieser Wind, ne? So, und dann habe ich hier noch so viele Bücher. Weißt du, von Flight School und so weiter. Unterlagen, Lernunterlagen für, als ich noch Instructor war. Brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr aufheben. Ich meine, das ist alles noch aktuell, aber ich glaube, ich schmeiß den ganzen Kram, das ganze Zeug weg, Mann. Das habe ich immer aufbewahrt. Brauche ich aber nicht, glaube ich. Ich schmeiße einfach weg. Ich glaube nicht, dass ich noch mal ein Instructor werde. Flight Instructor für Helikopter. Ich glaube, mit dem Thema bin ich durch. Das war nur ein notwendiger Schritt für einen Job, den ich jetzt habe. Das ist nicht so windig mehr, ne? Ich will eigentlich auch mit dem Garten kümmern. Das ist wie ein Urwald da hinten. Sieht man jetzt hier nicht so richtig, aber das wächst ja wie bescheuert. Auch der Grasen. Aber den will ich jetzt erstmal richtig, den lasse ich jetzt einfach erstmal ein bisschen wild. Denn an den Rasenmäher komme ich jetzt eigentlich so gut überhaupt nicht mehr ran, denn ich habe das ganze Zeug hier voll. An der Rasenmäher, da müsste ich alles rausräumen. Ne. Auf jeden Fall nicht heute, vielleicht irgendwann, aber. Na. Ey, der Gartenzaun, der wackelt ganz schön. Es würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann einfach umbricht. So ein bisschen was weggeschnitten hier von der Palme und von den Pflanzen. Das Problem ist, um das in den Müll zu bekommen, durch die Wohnung durch. Aber ja, haben wir es hinter uns. Ich weiß nicht, warum der Rasen so braun ist da. Eventuell ist der zu dicht und zu lang. Aber ich mähe den trotzdem ordentlich. Oh, so viel Kram, Mann. Ich habe so viel weggeschmissen, das ist unglaublich. So, aber trotzdem, hier ist ein bisschen leerer geworden. Und der UPS Mensch war gerade da und es ist angekommen. Das Galaxy S23 Ultra und meine Smartwatch. So, die werde ich jetzt aufladen und während die aufladen, fahre ich zu Costco. Orangensaft holen, Milch und so weiter. So, da ist auch so ein Case dabei.
Alles so, ja. Aber die muss ich erst auf, erst aufladen, bevor ich mich da mehr rumkümmern kann. Und von daher lade ich die jetzt auf und fahre zu Costco. Dabei kann ich auch direkt diese neue Aufladestation hier checken. Die werde ich erstmal installieren und anbauen und dann geht's weiter eventuell heute noch. Ah, wahrscheinlich eher nicht. So, ich habe es mal ausgepackt. Mein neues Phone und die Uhr. Mit allen möglichen Sensoren hier im und die ist wesentlich leichter als gedacht, was schon mal sehr angenehm ist. Und so viel größer ist das Smartphone jetzt auch wieder nicht. Aber ich meine schon größer. Also 5 Kameras anstatt 3. Naja, auf jeden Fall werde ich es aufladen und genau wie geplant jetzt erstmal zu Costco fahren. Ich kann mich kaum loseisen von den neuen Spielereien. Die Uhr ist 60% aufgeladen und das Handy auch so um den Dreh rum. Ja, das ist die neue Ladestation hier. Die Uhr und das Phone. Müsste gut funktionieren. So, ja, das lädt jetzt auf. Jetzt gehe ich kurz einkaufen bei Costco. Und dann komme ich zurück und spiele damit rum. Beziehungsweise macht das alles so fit. Da gibt es so viele YouTube-Videos, die ersten 30 Sachen, die man machen soll und bla. Dann werde ich meinen Puls und meinen Blutdruck und mein, das weiß ich was, alles im Auge behalten können, während des Tages. So, ist natürlich die Frage, ob ich jetzt das Wasser einfach anlasse. Das sprüht hier seit Stunden. Und ich hoffe, irgendwann das wird mal weniger braun da. Das mache ich jetzt einfach mal aus. Fahre ich kurz zu Costco und dann mache ich jetzt nichts mehr. Ja, das einzige Enttäuschende ist halt die Farbe von dem Handy. Das ist so komisch grau. Naja. Ich habe ein Case gekauft, $50. So spezielles Carbon-Zeug. 600 hast du nicht gesehen. Also jetzt nicht normales Carbon, sondern das gute Zeug. Müsste im Briefkasten auf mich warten. Und dann sieht das Handy auch ganz anders aus. Nicht so komisches Grau. Verstehe ich gar nicht. Ist egal. So, auf dem Weg zu Costco habe ich mich spontan entschieden, am Friseur vorbeizugehen. Denn ich bin durch den Wind gelaufen. Ey, das sah vielleicht aus. So, jetzt ist es ein bisschen kürzer von oben. Und an der Seite natürlich. Und ein bisschen anders. Echt. Aber actually genau die gleiche. So. Beim Friseur war ich, jetzt geht's weiter zu Costco. Ich bringe hier diese komischen Dinger auch zurück. Diese Planen, die habe ich ja eigentlich gekauft für die Storage. Aber ich benutze jetzt keine Storage, ich benutze jetzt meine eigene Bude als Storage. Und von daher gebe ich das zurück, sind $22 immerhin. So, weiter geht's. Wir haben mittlerweile 10 nach 3. Dann irgendwo leid. So, ich bin jetzt zu Hause. Und ein paar Amazon-Bestellungen sind gekommen. Meine Mutter hat mir gesagt, ey, Oreganoöl, ja, das ist das Wundermittel vor dem Herrn. Das ist das, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich jetzt Oregano. Ich habe Pillen-Oregano, ja, Essential-Öl in Oregano und nochmal Essential-Öl. Eine Fliege. Okay. Keine Fliege mehr. So, dann habe ich nochmal ein Gel geholt. Das ist ziemlich gut hier, Gotto. Das kostet sogar $1 weniger bei Amazon als bei Walmart, wo ich das letzte Mal geholt habe. Ziemlich gut. Und dann ist der neue Car-Mount gekommen. Denn mein Car-Mount sieht nicht nur super schäbig aus. Na gut, es hält eigentlich noch. Aber ich habe jetzt einen neuen besorgt und das ist richtig geil. Weil man, das kann man richtig einstellen. Und das fällt auch nicht ab. Und dann das hält auch das große Phone hoffentlich. Das wird jetzt getestet die nächsten 2 Tage. Ja, und dann dieses. Ey, das fühlt sich an wie Plastik, Mann. Ist aber auch ganz komisch verpackt. Also, wenn das Carbon ist, ja. Das Geile ist, das wiegt nichts, ist super dünn und ist halt für mein neues Smartphone und soll es halt schützen und verdeckt dieses komische Grau von dem Handy. Komisch, es war nicht verpackt. Es war einfach nur in dieser komischen Papphülle drin und lag da ohne Plastikhülle einfach so drin. Das ist ein bisschen komisch. Und es hat da diesen komischen Ausschnitt hier. Da.
Da muss ich mal gucken, ob das ein Defekt ist. Aber es soll wahrscheinlich so sein. Ja, auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und jetzt entspanne ich mich bei einem schönen, frischen Glas Orangensaft. Werde mich um mein neues Smartphone und die Uhr kümmern. Habe ich Bock drauf. Ich hätte zwar mehr Bock drauf, ans Meer zu fahren, aber da brauche ich 25 Minuten hin. Ah ja, erst muss ich ganz kurz duschen. Ich bin voller Haare. So, Gott. Ich versuche schon ein bisschen komisch. Schon wieder, jedes Mal muss ich mich da neu dran gewöhnen. Mein neues Phone wird, mein altes Phone wird jetzt auf neu übertragen. Und dann ist es good to go. Und sobald das neue dann fit ist, kann ich die Uhr dann in Betrieb nehmen. Da warte ich aber noch, bis das Phone ready ist. Macht das alles automatisch. Connectet sich mit dem Wi-Fi hier, muss gar nichts eingeben. Ja, da kann man sich so viele Uhren runterladen, also wie die Uhr aussehen soll. Tausende. Kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Na, auf jeden Fall beträgt das immer noch, und die ist immer aus, außer man, richtig, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Lasse ich wahrscheinlich aber nicht. Muss ich mal sehen. Ja, Sonnenuntergang ist um 5.52 Uhr, also in einer halben Stunde. Aber ich brauche 25 Minuten bis dahin. Gott, ey, diese Haare. Furchtbar. Also die Uhr ist ja schon cool, ne? Also, dass sie sich automatisch anstellt, wenn man drauf guckt, beziehungsweise wenn das Armband dann so ein richtig bisschen bewegt. Und das Smartphone, das ist zwar ganz schön groß, ja, aber das gefällt mir auch sehr gut. Besonders mit dem Stift hier. Da ist ja so ein kleiner Stift drin. Und der Stift, ja, mit dem kann man, das ist wie eine kleine Fernbedienung fürs Smartphone. Also nicht nur, dass man darauf umschreiben kann, alles Mögliche, sondern das hat auch einen kleinen Pin. Und wenn man damit Bewegung in der Luft macht, also entweder clockwise, counterclockwise, zigzag oder sowas, dann kann man verschiedene Aktionen ausführen. Zum Beispiel kann ich das irgendwo hinstellen, ne? Und dann klicke ich einfach diesen kleinen Button und dann macht das Video oder Foto, switcht die Kamera auflöst. Ey, total krass. Da habe ich auf jeden Fall noch einiges zu lernen sozusagen, bis ich das dann alles drauf habe. Aber das Horn, das gefällt mir. Ist natürlich jetzt, das updatet immer noch. Also die ganzen Daten sind transferiert jetzt von meinem alten Smartphone. Aber das optimiert immer noch. Das heißt, es ist noch nicht so ganz wie das alte. Hier oben fehlt noch einiges. Und die ganzen Apps sind auch nicht richtig installiert. Ja, und dann kann ich dann irgendwo auch die SIM-Karte von dem alten Handy hier rein tun. Das ist dann der letzte Schritt. Und dann wird das alte Handy außer Betrieb genommen. Da muss ich natürlich mich in jede einzelne App mal einloggen, ob ich ob das funktioniert. Ja, das ist noch so viel zu optimieren, Mann. Naja, auf jeden Fall wird das auf jeden Fall hinhauen. So, das war mein Standby-Tag. Und jetzt kommen meine drei freien Tage. Viel habe ich jetzt nicht geschafft in der Wohnung jetzt aufräummäßig da, aber das steht dann morgen an. Denn morgen wird es immer noch ziemlich windig. Alexa, wind tomorrow. Tomorrow, expect moderate winds around 24.1 kilometers per hour. Ja, es wird auf jeden Fall weniger, aber immer noch ziemlich windig. Zu windig für die Drohne, zu windig zum Angeln, zu windig zum Schnorcheln, zu windig vielleicht hiken. Da muss ich mal sehen. Auf jeden Fall will ich mal ein paar Fotos machen. Da kann man bis 100-fache Vergrößerung machen. Mit dem, also ranzoomen. Also das braucht man natürlich irgendwie nicht. Aber wenn man hier auf 10-fache Vergrößerung dann gebe, kann man hier bis 100-fach ranzoomen. 100-fach. Also ich meine, das Image, das wird natürlich dementsprechend schwach. Aber das ist so eine Hammer, das Phone, wo es ziemlich schwer ist. Aber die Hülle, außer, also das ist, die Hülle, die gefällt mir auch sehr gut, dass da ist so Fett drauf, Mann, und das bleibt da drauf, das sieht ja voll schäbig aus. Also ich weiß nicht, wo dieses Fett herkommt, aber also es sieht geil aus,
aber passt auch perfekt. Ist richtig geil dünn. Aber, ne, wenn man ölig-fettige Finger hat, und die habe ich eigentlich immer, dann kann das zum Problem werden. Nicht alle Apps lassen sich übertragen, zum Beispiel die Sicherheits-Apps für die Sicherheitstüren am Flughafen. Da brauche ich nochmal einen Special Code von der Base Managerin. So, ich probiere mal andere Shrimps. Die waren im Angebot, die anderen Shrimps hier. Coconut Shrimp. Mit Sweet Thai Chili Sauce. Die probiere ich jetzt. Ja, ich war kurz noch unten beim Markt und habe einer Kollegin Bier gekauft. Die ist erst 20 und die kommt dann kein Bier ran. Und ich war so nett. Na, jetzt haben wir kurz nach 8 und in 18 Minuten sind die Shrimps fertig und die gibt es mit dem Salat dran. Also die Shrimps, die waren richtig gut. Ganz schön süß mit dieser Kokosnuss Kruste, aber mit dieser süß, fast ein bisschen scharfen Chili-Soße, die dabei war. Die Soße ist ziemlich gut, wo ich auf Chili und scharf überhaupt nicht stehe, aber die ist eigentlich süß, die war eigentlich süß von der Grund. So etwas wie so Honig. Und dazu Salat. Bin richtig gut voll. 11 Shrimps mit Salat. Das konnte was. So, jetzt haben wir schon kurz nach 9. Ich bin immer noch bei meinem Handy beschäftigt. Da muss ich mich überall einmal einloggen. Passwort und alles Mögliche eingeben, damit das irgendwann läuft. Und dann mich die SIM-Karte da reinmachen kann. Boah, jetzt bin ich fast ein bisschen zu voll. Ich habe mir zwei Videos angeguckt. Die waren Ewigkeiten. Knappe Stunde. Was man alles ändern kann an Einstellungen auf dem Smartphone. Habe ich alles gemacht. Hört sich alles gut an. Sehr cool. Jetzt haben wir Zahnschmerz 2. Nicht so cool. Deswegen bin ich auch so müde. Habe ich schon erwähnt, dass diese Kokosnussdinger sehr lecker waren? Ja, habe ich. Gott. Ich habe überhaupt nichts mehr gebacken, Mann. Ab ins Bett.